Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Death Pro. Willkommen back! Yugi Welcome back gegen to the Weevil. Mit jetzt Haha, Yami Yugi Yugi, Deck ich habe Nummer mein Soja 2. über Bord geworfen. Ja, Im Stimme imitieren bist du echt eine Niete. was, aber er spricht doch so wie eine kleine Ratte. Ah. Warum habe ich diese Karte in meinem Deck? Ah, okay. Das weiß ich auch nicht, aber ich habe einen ziemlich guten Start. Nein, eigentlich nicht. Weißt du was? Du greifst erstmal nicht an. Ziemlich gemein. Für die nächsten drei Züge. Will erstmal ein paar Monster beschwören, ohne dass sie irgendwer umbringt. Nicht, dass ich es noch brauche. Könnte ja sein. Ich frage mich gerade, ob ich Herz des Unterlegenen noch im Deck habe. Oh, ja, falls du sowas benutzt, ja, genau. Ja, falls du dafür sorgst, dass ich Karten ziehe. Sicherheitshalber benutze ich noch das da. Und dann setze ich den da noch. Nur so für den Fall. Vielleicht ist die Karte ja dafür da. Eigentlich müssten wir jetzt. Naja, theoretisch müsste jetzt permanent dein Walddingens da sein, wegen, weil es halt so in der Serie war. Aber können wir jetzt nicht wirklich nachstellen. Das ist eine eigene Karte, nicht grünes Heiligtum. Ja, halt das. Ach, was 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es ist. Die Spielfeldkarte habe ich auch noch. Warte, was ist denn das? Also das meinst. Die Karte da sagt nur, dass ich ein Monster ersetzen darf, das zerstört wird. Mhm. Das gefällt mir aber gar nicht. Dann setze ich jetzt erstmal ein Monster und sage Endphase. Ja, das ist aber nur sehr beschränkt nützlich. Erstens, ich muss das Monster auf der Hand haben und es muss die gleiche Anzahl Sterne haben. Was steht das da? Gleich Anzahl Sterne? Ich fühle mich gerade verarscht. Ich habe 2 8-Sterne-Monster in der Hand. Aber das kenne ich, das Gefühl. Ja, du brauchst, Vierte Zug und der sechste. Brauchst, glaube ich, bei allen so ein Kokon und dann, ja, entweder diese kleinere Motte, um mal die größere zu machen, oder es gab noch ein anderes Viech. Ich glaube, die perfekte ultimative große Motte ebenfalls. Mit 3.500 Angriffspunkten. Ja, so viel dazu. Ich kann nichts tun. Ich warte auf die Schwerter. Okay, lol, das ist ein komischer Effekt. Was zählt der? Den Typ oder das Element? Nope. Was mache ich jetzt? Spiele ich das jetzt? Töte ich dein Monster jetzt? Hey, geht das etwa? Der ist doch so stark. Warte mal. Das würde mich sehr ärgern. Es wird schon gehen, aber ob sich das rentiert, ist eine andere Frage. Komm schon, Yugi. Ich finde das nicht rentabel. Ich finde das nicht rentabel. Okay, dann nicht. Ich habe ja noch einen Zug frei, also den du nicht angreifen kannst. Naja, gut. Oh, warte, ich habe ja schon gezogen. Das kannst ja, und das Monster kannst du kaum für was Stärkeres opfern. Oh. Ein. Überraschung! Oh, fuck. Das ist jetzt nicht so geil. Oh. Wie war das mit dem kein stärkeres? Ja, nicht für ein stärkeres Opfern. Das ist natürlich. Und es ist in der Tat nicht stärker. Machst du gerade was? Nein, ich mach gar nichts. Mach doch was! Ja, wieso kann ich da nicht angreifen? Ja, wieso wohl? Schau dir mal das Feld an. Ah, nervt das. Das ist so ein, also, eine der nervigsten Karten, die es gibt. Und er benutzt sie in der Serie so selten. Immer nur dann, wenn er sie gerade braucht, so richtig braucht. Jetzt könnte ich. Ja, such dir einen aus, den du zerstören willst. Und der, der nicht zerstört wird, bekommt dann von mir 700 Angriffspunkte als Bonus, als Trost. Moment mal, was? Ja. Du solltest meine verdeckte Karte zerstören. Warte mal, der hat. Warum sagst du mir das? Jetzt kann ich voll vorausplanen. Warum bist du dumm? Weil Weevil ein ganz kleiner dummer Idiot ist.
Weil dadurch, dass du mir das sagst, sorgst du dafür, dass ich jetzt das hier mache. Hä? Wieso? Sonst hätte ich vielleicht was anderes gemacht. Okay, ich kann keine von diesen Karten aufrufen, die ich in meiner Hand habe. Absolut nutzlos. Das Gefühl kenne ich. Ich möchte wissen, was das ist. Zeig's mir. Auch wenn das wahrscheinlich doof ist von mir. Wer hat jetzt überlebt? Das ist sehr unnütz. Ich habe hier nichts zum Auswählen und drücke jetzt OK. Und jetzt drücke ich wieder Ja, ich möchte den Effekt aktivieren. Jetzt solltest du... Was? Okay, lol. Ach, aber jetzt darf ich was benutzen. Ja, du müsstest ja eigentlich zwei Monster holen können. Was eigentlich nicht so schlecht ist für dich. Oh, das ist geil. Es ist dir eins aus. Irgendwas, was du natürlich auch spielen kannst. Das ist gar nicht so leicht. Ja, du siehst ja die Sterne. Und dann liest natürlich noch den Effekt bei Dorfstätten. Aber ich glaube, das würde nicht funktionieren. Ich nehme den. Ah, schön. Ich möchte keinen. Ich habe auf den nächsten Monster verzichtet. Hä? Ach, es geht jetzt doch, oder was? Ja, natürlich geht's. Das davor war wahrscheinlich nur ein anderer Effekt oder sowas. Oder? Nee, hä? Okay, komisch. Na, ich habe 2 4-Sterne-Monster und das macht irgendwie doch Sinn. Egal. Bin ich noch dran? Ja! Mein Gott! Lass mir mal eine Sekunde. Ich muss hier erst einmal drüber nachdenken, was ich für einen Kack hab. Ja, anscheinend hast du genug Kack, um den spielen zu können. Warum zieh ich denn? schön, aber ich wollte was anderes ziehen. Wie stark ist das Monster, was da liegt? Oh, das kann ich dir verraten, aber irgendwie will ich's nicht. Hä? Hä? Was ist das denn? Ich hätte jetzt... Ungeheuer Krieger. Ach so, oh cool. Wieso hat der 3000? Nee, 2. Also irgendwie gefällt mir das nicht. Der ist mir zu stark. Ach so, du kannst was aktivieren. Ich dachte schon. Warum kann ich jetzt nicht drücken? Oh. Warte mal. Das heißt aber, dass du ihn wegmachst, oder nicht? Richtig. Das ist jetzt aber scheiße. Dann bist du was Starkes beschwörst, aber wozu die Mühe? Lieber gleich benutzen. Okay. Ich wollte eigentlich auch was Stärkeres beschwören, aber ich habe nichts gezogen. Tja. Jetzt weißt du wenigstens, dass... Ist das jetzt ein Witz? Wieso hat er die Karte doppelt im Tag? Ich kann sie nicht benutzen. Ich ziehe nur Scheiße. Natürlich kann man die benutzen, aber braucht halt auch die anderen für. Fuck, der 2100 jetzt. Ist das bald. Stark genug? Also naja, es wäre auch ohne 2100 stark genug. Habe ich ja was da liegt. Ist das du beschwören kannst oder ist das jetzt dein Ultimate Enemy? Was? Der da, der Insektenritter. Hast du irgendwas in deiner Hand oder das du machen könntest, das stärker ist? Soll ich dir das sagen? Wäre cool. Hätte ich Vorbereitungen getroffen. Oh, das ist cool. Ihn nicht. Ich könnte. Also, es bringt mir ja jetzt auch nichts. Wann sollte man das bitte schon einsetzen, in sein Deck? Ja, wahrscheinlich, wenn man den Typen hat. Wenn du an das Herz der Karten glaubst. Ach, dann gewinne ich! Ja, muss ja so sein. Oh. Interesting. Oh, interessante Karte. Wenn die Karte auf der Friedhof gelegt wird, kannst du. Ah ja. Dann sollte sie mal auf dem Friedhof gelegt werden. Ja, dafür muss ich sterben. Auf dem Friedhof. Ja, das heißt entweder aufweichst du. Ich bin kein Fan davon, dass du meine Karten zerstörst. Ach so, nur die aufgedeckten. Oh, das habe ich vergessen. Na, zum Glück. Nicht aufgedeckt, Angriffsposition. Also. Was ist das denn? Oh. Was? Mach! Das ist mir gerade lieber. Ja, ich nehme die da. Oh. Die andere hatte auch einen coolen Effekt. Da kann ich Karten ziehen. Ja, bei der anderen hättest du welche verloren, aber.
So wichtig war mir das dann doch wieder nicht. So, jetzt möchte ich mal, dass du einen von meinen Monster angreifst. Das war vorzugsweise der mit dem coolen Effekt. Ah, jetzt habe ich zumindest was gezogen, mit dem ich das auch machen könnte. Und greifen mich an. Oh, cool! Drachenfluch, yay! Was ist das? Drache Finsternis. Ja, aber ich will auf jeden Fall die Sache aushebeln. Hä? Oh Mist. Ich glaube, die ist nur dafür im Deck. Ich habe eigentlich noch kein Monster gefunden, mit dem die Sinn macht. So okay. Ja. Mein Einhorndrache, los! Mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Keine Ahnung. Ich sehe nur, warte. Ja, es lässt sich ketten. Ja, es kettet sich. So, und jetzt darf ich einen beschwören. Aber nur, natürlich. Die ganzen assi-großen Motten lassen sich nicht beschwören. Das eigentlich hätte ja, das steht ja auch bei denen ja dabei, wie man die beschwören muss. Wenn die das in ihrem Effekt-Ding drin haben, dann geht das auch nur so. Oh, 2000 Verteidigung. Ja, das nützt mir jetzt nicht. Oh. Dann setze ich noch eine Karte. Zwei Karten verlieren. Was? Ich müsste zwei Karten verlieren? Finde ich aber nicht so geil. Hä? Nein, tust du nicht. Ich hätte sie wahrscheinlich in Angriffsposition beschwören müssen. Ach ja. Du hast die Spezialbeschwören doch einen Effekt, richtig? Ja, klar. Wenn er steht beschworen, dann zählt Normalbeschwörung. Sonst nichts. Weißt du was? Ich. Ach, scheiß drauf. Machen wir jetzt einfach so. Hat aber bislang weniger. Weil. Ganz im Ernst. Oh. Jetzt hat sie nicht mehr weniger. Ja, muss man einfach mal was tun. Und das Gute ist, das Horn des Einhorns wirst du nächste Runde gleich wiederziehen. Ist das nicht schön? Nicht nächste Runde, es zieht jetzt wieder. Achso. YOLO, dein Gegner zieht eine Karte. Irgendwie lustig. Andererseits beängstigend. Okay, du darfst. Okay. Ich habe ernsthaft schon vier Karten in meiner Hand, die ich nicht benutzen kann. Ich wünschte, ich könnte sie einfach wegschmeißen gegen irgendwas Tolles. Egal, Yugi, du bist dran. Hau rein. Mit deinem Ödland. Deck. Hä? Warte mal, das check ich jetzt gerade nicht. Ich warte nur ungern. Leichte Zeit. Das ist. Ach, ich kann doch sonst nichts machen, oder? Eigentlich. Warum kann ich das aktivieren? Nein, da rüst du doch nicht auf deinen Monster aus! Oh, warum? Ich liebe das Horn des Einhorns. Hä? Brennendes Land. Was passiert? Ah, ne. Zerstört Spielfeldkarten? Und bleibt jetzt eine Weile liegen. Während der Standby-Phase jedes Spielers, der Zugspieler erhält 500 Schaden. Bist du verrückt? Du hast mir gerade 500 Schaden zugefügt. Muss ich mir dann aber auch zufügen, wenn ich dran bin. Ja. Und dann wärst du K.O. Hast du irgendwas, um meine 3100 Punkte, die ich dir gleich abziehen werde, zu verhindern? Finde es heraus. Das mag ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das mag ich jetzt auch mal nicht. Ich greife natürlich trotzdem an, aber hättest du das jetzt nicht gesagt, hätte ich mit den anderen nicht an. Okay, ich hab gewonnen. Ich bin dran. Karte! Aktivieren! Danke. Ich hatte nur Horn des Einhorns und nochmal ein Wasteland. Die Karte, die da liegt, die braucht. Da mal mehr angreifen. Die braucht den herbeigerufenen Totenkopf. Gerade die da rumliegt. Ah. So was. Das ist natürlich fies, wobei das eine tolle Karte ist. Oder ein Elektromonster. Und ich habe anscheinend gar keins in meinem Deck. Lol. Zumindest nicht, dass ich es gezogen hätte. Das ist ja lame. Aber Yugi braucht sowas ja nicht. Er würde die Karte nur dann ziehen, wenn sie gerade genau perfekt richtig wäre. Okay, mach mal weiter. Ich lese mir die Karten in dem Deck jetzt nicht durch. Ja, ich fange an. Weevil hat das erste Duell gewonnen. Was? Unmöglich ist. Okay, das setzen wir.
Dann aktiviere ich diese Karte. Schmeiße den da weg. Und das da. Warte mal, unter welchen Bedingungen kann man dich machen? Lol, den Typen habe ich noch gar nicht in meinem Deck gesehen. Echt nicht. Ich weiß nicht, wen du meinst, leider, aber es muss irgendwie Sinn ergeben. Also wenn der Typ ein Ach, das Effektmonster ist ist, der dann wäre das Effektmonster. richtig gut. Naja. Dann spiele! Greife mein Monster an! Oder was auch immer du willst. Soll ich offensiv spielen? Ich habe die erste Runde gewonnen, dann spiele ich jetzt offensiver. Ich Ey, habe ja, dir gar nicht auf wertvolle der Karte Verteidigung ziehen! gegeben. Freut dich das? Irgendwie darfst du sogar zwei ziehen. Ja, wenn man es so nimmt. Hä? Ich wundere es gerade, Also, dass ich das Monster hier gar nicht sehe. es muss weniger als 1500 Attack haben. Ach so, ah ja, dann kann das ergibt's denn. Warte, ist das der stärkste von denen? 1400. Da gibt's hier einen, Ja, der. damit kommst du Oder. ganz knapp dran. Ach komm, nehmen wir erstmal das hier. Nimm doch eins mit starker Verteidigung. Ach ja, echt. Das hatte ich vor. Oh. Warte mal, habe ich jetzt was Gutes gezogen? Ich glaub's fast. Aber Das deine wäre Karte da nur hinten schade bereitet mir gewesen. ein paar Sorgen. Setzen. Die Verdeckte sollte dir auch Sorgen machen. Aktivieren! Hoffentlich. Ich aktiviere Bitte? Polymerisation und fusioniere! Diese beiden Karten. Nein, geil! Und rüste ihn aus mit Du dem Horn meintest des das. Einhorns. Warte mal eine Sekunde. Du kannst das machen, ohne die. Musst du die Monster dafür eigentlich auf der Hand haben? Ja, auf der Hand. Ja, hatte ich jetzt gerade weggeworfen. Eins auf der Hand und das andere. Oder hattest du jetzt beide auf der Hand? Ja, ich Achso. hatte beide auf der Hand. Das ist natürlich sehr geil. Gegen den komme ich nicht an. Oh, danke. Also gegen den komme ich nicht so leicht an. Ah, so ein Face. Oh, lol. Oh, interessant. Hab ich nur eine Polymerisation in meinem Deck? Das ist so lustig. Ey, das ist aber auch voll unwahrscheinlich, dass man das überhaupt so hingezogen kriegt, aber gut. Das Herz der Karten war diesmal auf meiner Seite. Ja, aber noch ist es nicht vorbei. Wenn ich Glück habe und du mich nicht davor vernichtest, kann ich noch einen coolen Trick machen. Waren das zwei Aber Opfer? es wird nicht Ja, waren reichen. zwei Opfer. Warte, so. Ja, okay. Was hast du jetzt getan? Nicht unbedingt das Schlauste. Hast du jetzt draufgedrückt und musst es machen, obwohl du nicht willst? Am muss natürlich nicht. Okay, weißt du was? Jetzt muss ich mir ein Part anschauen. Ich kapiere nicht, was du tust. Nein, wirklich jetzt? Greif ja nicht mit dem Stärksten an. Nicht? Wieso nicht? Irgendwie scheiße. Ich hab dich doch gewarnt. Greif nicht mit dem Stärksten an. Ja, aber die anderen, warte, wie viel hat der? 1200. Ach doch, den hätte ich mit dem töten können. Mit dem Gigasoldaten. Mit dem gigantischen Steinsoldaten. Das ist aber noch nicht dein Feldzauber gezogen, anscheinend. Insektenbarriere. Leider nicht. Ach so, Monster-Typ Insekt, ein Gegner. Habe ich ge. Oh, das ist lustig. Okay, jetzt müsste ich Gebe noch dir einen eine Tipp. andere Karte ziehen, aber das werde ich wahrscheinlich nicht. Ich gebe dir einen Tipp. Greif das verdeckte Monster nicht an, du wirst es bereuen. Wieso? Hat es 2000 Angriffspunkte? Hat es 2000 Verteidigung, so wie Spätestens das beim daneben, Üben oder wirst was? du es bereuen. Das ist Wenn alles nicht. klappt und ich mich nicht verlesen habe, wirst du es jedenfalls in zwei Zügen bereuen, falls ich dann noch existiere. What the fuck? Jetzt kommt der mit dem auch noch. Okay, ich bin am Ende. Hä? Ja, komm, geh in dein Deck. Geh in sein Deck. Geh in sein Deck. So funktioniert es doch, oder nicht?
Dachte, der kommt jetzt in dein Deck. Warum ist er auf Dachte meinem ich mir Friedhof? eigentlich auch gerade. Es ist doch Flip-Effekt! Lässt dir mal Warum steht da komplett eigentlich Warte? Was kannst du durch, tun? aber ja, ich kann mal Endphase machen. Ich weiß, ich verstehe jetzt nicht ganz, warum er nicht in mein Deck Hä? rutscht. Ja, super. Dann kann ich eigentlich auch Das check ich aufgeben jetzt auch können. nicht so ganz. Dann hätte ich nämlich das hier gemacht, dann hättest du im Zug danach instant diesen Käfer gezogen. Und dann wären dank der Insektensperre alle deine. Also dann sind ja, wenn das Viech da liegt bei dir, verlierst du 1000 Lebenspunkte und alle deine Monster zählen als Insekten. Dann hättest du wegen der Insektensperre nicht mehr angreifen können. Aber so kann ich gerade absolut nichts machen und du Ich, darfst mich nee, jetzt vernichten, ich weil du verstehe versuchst, jetzt dass ich nicht, auf meinem warum Friedhof das nicht so verschwinde. funktioniert hat. Das check ich jetzt überhaupt nicht. Ich meine, du hast es doch bei mir zweimal gemacht. Falls es jemand weiß, bitte schreibt es im Kommentar. Am Ende war Ansonsten es war ein das ein Bug. Bug Aber selbst und wenn, das hätte mich ja nicht umgebracht. Ich hätte trotzdem angreifen ja, aber können. du hättest. Nein, hättest du nicht, weil alle deine Monster dann Insekten sind und ich habe hier eine Insektensperre, da steht, Das alle Insekten, die transformiert. dein Gegner kontrolliert, können keinen Angriff deklarieren. Ich hätte es aber opfern können. Oder, obwohl. Ja, nee, dann hätte ich. Jetzt hätte ich ja gezwungenermaßen gezogen, dann hätte ich nicht das gez. Hätte ich nicht opfern können. Naja, Stimmt, irgendwann hättest du das. sie irgendwie losgekriegt. Aber es wäre auf jeden Also, Fall cool was hätte gewesen, mich sollten auf wir jeden nicht Fall diesen. eingebremst, wenn es funktioniert Kannst du hätte? jetzt angreifen, bitte? Denn Ja, ich habe gerne, absolut hier. nichts zur Verteidigung. Das ist falsch, aber gut. Die Die sind im stehen. Das denke Angriffsmodus, ich mir auch gerade so, die Dennis. sind alle im Angriffsmodus. Also, naja, es tut jetzt ein bisschen weh, glaube ich. Juwen. Leider konnte ich sie auch nicht anders setzen. Die kommen halt im Gut. Angriffsmodus. Warte. So, steht 1 zu 1. Ja, genau. Und jetzt entscheidet sich das Ganze. Ah, ja, das ist das. Ich fand der Oh, interessant. Das muss man Hand sein, oder? Ja, wahrscheinlich. Kannst du mir einen Gefallen tun Welchen und denn? Nicht angreifen. mich nächste Runde nicht angreifen? Hatte ich grundsätzlich nicht vor. Zumindest ist Okay. hier nichts, wovon ich. Nein, wenn ich dir sowas sage, musst du eigentlich angreifen. Also du hast jetzt Bedenken. Aber naja, dein Ding. Ich bin grundsätzlich eher der defensivere Typ. Wenn ich angreife, dann sind es immer starke Monster mit um die 2000 ATK. Oder 1800, das geht ja auch schon, aber. Oh, oh, oh. Oh! Jetzt hat sie 2000 Def. Kannst du noch was machen? Ja, leider ist er trotzdem in Angriffsposition. Deswegen muss ich jetzt irgendwie dafür sorgen, dass du nicht unbedingt Lust hast, ihn anzugreifen. Ah ja, ich verstehe. Aber ich habe noch eine verdeckte Karte. Ich habe noch ein verdecktes Monster, jetzt nicht mehr. Oh, Oh, geil, eine weißt du was Karte. Geiles? Schau mal. Ich hab dich mit null angegriffen. Es gibt auch so ein. Es gibt bei den einen KIs, keine Ahnung, der tut öfters, der macht öfters Sachen, die ich nicht verstehe, die ich als unlogisch erachte. Aber macht sie. Meinst du einfach nur dumm im Sinne von Keine dumm Ahnung, der logisch tut, oder? Monster aufeinander. Ich weiß gerade gar nicht, ob das Exceeden oder Synchronisieren war. Und das Monster, was dann rauskommt, hat null Angriffsschaden. Und dabei greift er mich an. Er hätte die Das anderen ist am ja Leben lassen perfekt können. Ich dann. glaube, das wäre effektiver gewesen. Aber gut. Du bist dran und wie du siehst, habe ich gerade ein Monster mit null Angriffspunkten da. Das bietet sich doch perfekt zum Angreifen an. Darf ich es aber nicht zerstören, oder was? Also es wäre, also ich möchte natürlich nicht, dass es zerstört wird. Du solltest es zerstören, denn wenn die Rundenzahl weiter steigt, weißt du ja, was dann passiert. Oh, du schon wieder mit den Kackschwertern, die sind so verräterisch. Wortwitz. Nee, du greifst ja wirklich an, scheiße. Naja, was soll's. So viel zu dem Plan. Aber immerhin Ja. wissen wir jetzt, wie das mit dem Scheiß hätte funktionieren können. Ich habe leider nur nichts dagegen. Wird Zeit. Ach, scheiße, ich kann dich nicht angreifen. Vergiss es, ich habe nichts gesagt. Wird Zeit, dich anzugreifen? Nein, dagegen habe ich Mach schon, das hier, da habe ich einfach schon nur für die vorgesorgt. Oh, Spaß. geil! Noch Dann so setze ich einer. die hier. Willst mich mit meinem Deck zerstören? Willst du, dass ich ziehe? Dir ist bewusst, wenn du nichts gegen diese zwei Monster unternimmst, bist du wahrscheinlich tot, wenn ich dich angreifen kann. Das Lustige ist, du hast Außer du weniger. hast einen Haufen Monster in Das Lustige Verteidigung. ist, du hast weniger AP als ich, also kann ich das machen. Was ist das? Falsch, Spielfeldzauberkarten auf dem Spiel liegen, zerstöre sie. Oh, aber nur bei Aktivierung heißt das, ich könnte danach eine machen?
Keine Ahnung, aber das ist nicht der Effekt, der wichtig ist. Ja, 500 Schaden, scheiße. Ich sehe es ja ein. Ach Mann, nein, lass ihn ruhig beschwören. Meine Fallenkarte will die ganze Zeit, dass ich sie einsetze. Ja, das kenne ich. Wenn die immer, ah ja, ja. Hä? Also, aua. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt eine Feldzauberkarte benutze? Anscheinend nix. Cool. Also, aber du kannst immer noch nicht angreifen. Ich noch vernichten. Scheiße, ey. Bevor du wegen dem Ziehen stirbst. Blöden Käferheini dieses Match besiegen. Nein, ich möchte nichts aktivieren. Du sollst 500 verlieren, dankeschön. Aber noch kommst du nicht an meinen Monstern vorbei. Das heißt, wenn ich dir jetzt mehr Damage mache, als die Differenz zwischen unseren Lebenspunkten, also 1300. Ja, aber du kannst mich ja noch nicht angreifen. Vielleicht zumindest. Du machst meinen Krieger stärker. Hä? Ach so, den... lol, ja. Aua. Bisschen Schaden. Ich muss doch auch mal sein. Und du noch siebenmal. Und ich kann erst nächste Runde angreifen. Kotzt mich das jetzt schon an. Ja, da muss ich glaube ich auch eine Verteidigung tun, oder? Ja, wollte ich aber schon. Denkst, dass du was tun kannst oder nicht. Und ich habe leider nur zwei Monster, was sehr schade ist. Und ich habe keine Karte, mit der ich durch die Verteidigung angreifen kann. Ach ja, so ist das Leben. Das stimmt. Warte mal, macht das Ding... Nee, das macht nur das, diese Werte. Mehr hast Nutzen hat das gar nicht. Stack? Es tut mir weh zu sehen, dass sie in Verteidigung sind. Komm, gib mir, ich muss eine Zauberkarte ziehen, mit der ich attackieren kann. gibt's da eine in dem Deck? Ich weiß, dass es welche gibt, aber ob es in dem Deck eine gibt? Könntest du mal was drücken, damit ich meinen Schaden kassieren kann? Oh, sorry, das habe ich gerade gar nicht bemerkt. Sehen die Karten nicht toll aus? Du wirst mich sicher fragen, wie ich das gemacht habe, wenn du die Folgen siehst. Also hast du das jetzt mit Effekt getötet? Klar, wie hätte ich sonst töten sollen, deiner Meinung nach? Normaler Angriff. So wie du es jetzt machst. Und mir erstmal zwei Karten auf meine Hand gibst. Oh, der ist cool! Aber leider verhinderst du meine Opferung. Aber ich könnte... Okay, das muss ich austesten, ob das hinhaut. Viel Glück und viel Spaß beim Leben. Ah, das tat irgendwie weh. So, warte mal, wir hatten derzeit, wie viele Monster? Ah, könnte gehen. Okay, dann mache ich erstmal das hier. Wenn du schon wieder Raigeki hast, bringe ich dich um. Raigeki? Ja, wie die Karte heißt, dieser Blitz, Donner, Gewitterschei ist. Achso, das, nee, das ist glaube ich in dem Deck hier gar nicht mal drin. Warte, du gehst in Angriff? Hör, was ist das? Lass mich mal lesen. Ja, genau. Hä? Aber nur auf die Hand? Ach so, lol! Ich dachte, das wäre wie Monster Reborn und dass man eine Karte abwerfen muss. Ich glaube, ich habe verkackt. Dein Monster hat 1400 angesprungen. Bist du das bewusst? Warum hast du den Angriffsposition? Wer war ich da? Ja gut, stimmt. Eigentlich hätte ich es trotzdem in Verteidigung setzen sollen, auch wenn ich den anderen beschwören hätte können. Da habe ich irgendwie nicht ganz mit nachgedacht. Soll ich dir was verraten? Es wäre vollkommen egal. Ja, stimmt. Sowieso, weil das viel Schaden. Hätte höchstens dafür sorgen können, dass ich eine Dingenskarte ziehen kann, wenn ich ein anderes Monster gespielt hätte, aber das hat ja auch nichts gebracht. Das Match geht an den Käferfreak. Weevil Underwood hat gewonnen. Echt, hattest du jetzt zwei? Stimmt, das war das dritte. Oh. Ja. Siehst du mal, wie wir die Serie umschreiben. Gut. Als nächstes spiele ich Mai gegen Joey. Ja, ich werde dann Joey sein. Also dann, wer werdet ihr nicht vergessen und ciao. Tschüss.